Hi, welcome to Verde TV Inside. Maybe I should take the one again in Swedish. Yeah. Hey, välkommen till Verde TV inifrån. Ja, auch von mir herzlich willkommen zur neuesten Folge Verde TV Inside. Und für alle, die sich jetzt fragen, wer, wie, wo, was? Das war Ludwig Augustinsson. Ab kommender Saison ist der Schwede vom FC Kopenhagen unser neuer Linksverteidiger. Und diese Woche war er schon mal in Bremen zu Besuch. Ach, seine Freunde nennen ihn übrigens Lude. 24-Hour Pro. Wie bitte? 24-Hour Pro. Ja, in Kopenhagen, er war jeden Tag der erste Spieler zu kommen im Morgen und das letzte Spieler zu nach Hause gehen. So. Und er hat Maschinen nach Hause und hier wünschen er ein Gym. So, er hat keine Wohnung, warum oder weil er kann nicht fein ein zu einem, wie sagt man, Gym zu mitbringen. Und er ist professionell mit groß P. Auf Ludwig können wir uns auf jeden Fall freuen. Und ihr übrigens auch heute bei Inside. Außerdem schauen wir auf das letzte Heimspiel der Saison gegen Hoffenheim, inklusive Ausguck natürlich. Die Social-Ecke darf auch nicht fehlen. Und wir müssen uns leider verabschieden. Nicht nur von Clemens Fritz und Florian Grillitsch, sondern auch von Santiago Garcia. Wir haben natürlich gewisse Vorstellungen, wie wir unseren Kader für die Zukunft eben auch aufstellen möchten. Wir hätten uns das sehr, sehr gut mit Santi vorstellen können, sonst hätten wir kein Angebot gemacht. Aber wir müssen eben auch die Interessen des Vereins eben berücksichtigen. Und wir können uns, glaube ich, offen und ehrlich in die Augen gucken und Santi, der hat die Zeit hier sehr, sehr genossen und wird auch immer wieder willkommen hier sein. Santi hat mit seiner Art, denke ich, die Herzen der Fans erobert, mit unheimlich viel Leidenschaft immer gespielt und auch im Training immer sein Bestes gegeben. Und ich denke, er hat sich, so wie viele das auch wahrgenommen haben, unheimlich mit dem Verein identifiziert. Und natürlich finden wir das schade, dass wir uns da nicht einigen konnten. Tja, natürlich schade, aber so ist das halt im Profifußball. Wir wünschen Santi auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und auch er möchte noch ein paar Worte loswerden. Hallo liebe Werder-Fans und liebe Werder-Stadt. Ich will mich bedanken wegen dieser letzten 4 Jahre, die ich habe hier in Bremen erlebt. Ich habe bei diesem Verein viel erlebt. Ich habe eine Familie hier gefunden. Ich bin hier gekommen mit meiner Freundin Carla und ich hatte mit sie fast alles erlebt hier in dieser Stadt und viel, viel gelernt, was ein super Verein ist. Nach 4 Jahren, ich finde nicht eine genaue Worte zu sagen, danke oder gracias oder etwas in spanische Worte, aber ich bin richtig stolz, dass ich hatte etwas in eure Herz, etwas so. Ich weiß nicht, ich habe keine Worte, aber ich finde es sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich hier im Werder-Verein gespielt habe. Vielen Dank und nichts mehr. Von wegen nichts mehr. In der Social-Ecke war in dieser Woche einiges los. Verabschiedung von Fritz, Santi und Grillo, da kann man als Werder-Fan dann auch gerne mal sehr sentimental werden. Auf jeden Fall, Ben. Und vor allem solltet ihr pünktlich im Stadion sein. Der Captain geht von Bord. Die Verabschiedung von Clemens Fritz findet morgen bereits um 15.15 Uhr statt. Also seid rechtzeitig da und macht es wie Trollblume. Ich sage auch Danke und hoffentlich bleibst du Werder in irgendeiner Form noch lange erhalten. Hashtag Danke, Captain. Zum Abschied von Clemens Fritz gibt es übrigens diesen Sondervlog für die Trikots ab heute in der Fanwelt, also schaut mal vorbei. Doch nicht nur das Karriereende von Clemens Fritz ist Thema, auch der Abgang von Santiago Garcia. Karl Döppe zum Beispiel fragt sich, wer springt denn zukünftig beim Torjubel ins Publikum? Echt schade, dass Santi Werder verlässt. Aber natürlich darf auch das Spiel am Wochenende nicht zu kurz kommen. Es ist schließlich ein kleines Endspiel. Alles für Europa. Werder Raute meint, für Hoffenheim ist bei uns Endstation. Ja, und sonst? Sind das schon alle Neuigkeiten? Crisscross more. Also so to put your clothes backwards. Da hatte Thomas beim Shooting für den Fanweltkatalog wohl etwas zu viel Zeit. Aber irgendwas war doch diese Woche noch.
Genau. Serge Gnabry. Ja, Serge ist immer ein Kandidat auch für die Startelf. Aber wo wir doch gerade bei Verabschiedungen sind heute, da liest man ja so einiges, was Serge betrifft. Ja, ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wir wissen, was wir an ihm haben. Wie die Situation und Konstellation ist, die kann ich nicht kommentieren, das weiß ich nicht. Also wer, wie, wo, was. Ja, aber also da muss doch, also irgendjemand muss doch, also du weißt doch, was ich meine. Also da muss man doch irgendwie ein bisschen... Das hasse ich. Die Leute keine Eier in der Hose haben, um zu fragen. Ist in deinen Planungen oder welche Rolle spielt Serge in den Planungen für die kommende Saison? Gehst du davon aus, dass er nächstes Jahr auch hier spielen wird? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon auf jeden Fall aus und ich habe ja eben schon betont, dass es ein außergewöhnlicher Spieler ist und mit unheimlich hoher Qualität und dass wir uns freuen, dass er bei uns unter Vertrag ist und dementsprechend gehe ich zu 100% davon aus, dass er bei uns ist. Sehr gut. Ach, und was ist mit Felix Wiedwald? Ich müsste euch keine Gedanken machen. Ich habe nächstes Jahr noch einen sicheren Arbeitsplatz hier und es wird definitiv nicht mein letztes Spiel sein. Mein Vertrag hat sich ja verlängert um ein Jahr. Wunderbar, dann hätten wir ja alles geklärt für heute. Und können uns jetzt auf das kommende Spiel konzentrieren, auf das letzte Heimspiel der Saison hier im Weserstadion gegen Hoffenheim, das Duell um die internationalen Plätze. Wir wollen zu Hause gewinnen und so viele Punkte wie möglich noch in den vergangenen oder in den letzten beiden Spielen sammeln und was da am Ende rauskommt. Who knows? I know. Also die maximale Anzahl wären 6 Punkte. Okay, Thomas Delaney hat vor ein paar Wochen gesagt, we will not win every game. Tja, da dürfte er ja nach dem Spiel in Köln jetzt endlich zufrieden sein, der gute Herr Delaney. No, but you have to be realistic. And wir haben ein sehr schön 11 Spiel gemacht und wenn wir ein Spiel verlieren, dann müssen wir weitergehen. Und das ist auch, als wir sehen es. Was it the last game we lose this season? Ja. Das klingt schon besser, Thomas. Leicht wird das Spiel gegen die Hoffenheimer aber auf keinen Fall. Schließlich sind die ja nicht umsonst Vierter. Wir haben eine super Ballzirkulation, sind sehr ballsicher, haben ein tolles Umschaltspiel, sind sehr, sehr laufstark. Also viele Attribute, die eine Spitzenmannschaft eigentlich oder eine Spitzenmannschaft auszeichnen. Und alles, was wir sonst noch zu Hashtag SVWTSG wissen müssen, sagt uns heute Alex Kluge im Ausguck. Moin Moin und herzlich willkommen zum vorletzten Ausguck in dieser Bundesliga-Saison. Werder empfängt am Samstag die TSG aus Hoffenheim. Wir wollen natürlich den 6. Heimspielerfolg in Serie einfahren. 5 haben wir in Folge schon geholt. Zudem ist es das letzte Heimspiel von Florian Grillitsch, der uns am Saisonende zu den Kraichgauern verlassen wird. Ebenso freuen wir uns natürlich auf die Verabschiedung von unserem großen Kapitän Clemens Fritz, der seine Karriere leider beenden wird, aber hoffentlich nochmal als Glücksbringer auf der Tribüne sitzen wird. Werder gegen Hoffenheim, da sind Tore garantiert. Insgesamt gab es 3,4 Tore pro Spiel. Dennoch müssen wir aufpassen, gerade in den letzten 10 Minuten sind die Hoffenheimer sehr, sehr gefährlich. Insgesamt 14 Tore, viel zuletzt in dieser Zeit. Mein Tipp am Wochenende lautet 2:1 für Werder. In diesem Sinne, schön Werder-Sieg. Dankeschön, Alex. Also ich kann nur sagen, wir freuen uns drauf und da sind wir, glaube ich, nicht die Einzigen. Ja, ich freue mich schon drauf. Es ist nicht zwingend nur in Verbindung mit meinem ersten Bundesligaspiel. Na klar, da gibt es schon gute Erinnerungen. Da hat gleich zu Beginn genau das funktioniert, was wir damals trainiert haben in 2 Tagen. Aber ich weiß noch von damals, dass die Stimmung da sehr gut ist und ich freue mich immer in Stadien zu kommen, wo ein paar Leute sind, die friedlich schreien. Nicht nur von der Haupttribüne mich beleidigen, das kann man auch mal machen, aber nicht nur, wie es jetzt auch schon der Fall war. Vielleicht gibt es ein paar, die mir auch winken von der Haupttribüne und trotzdem jubeln für Bremen. Ja, also jubeln und winken können wir eigentlich ganz gut. Wir haben die letzten Heimspiele alle positiv gestaltet, mit den Fans im Rücken, haben immer alles gegeben, so wie letzte Saison auch. Ich denke, die Fans hier sind außergewöhnlich, die wir hier in Bremen haben, stehen in guten wie in schlechten Zeiten immer hinter uns. Das Stadion ist so gut wie fast immer ausverkauft und wir können stolz auf unsere Fans sein. Ja, da gibt es absolut nichts mehr hinzuzufügen. Also wir haben Bock auf dieses Spiel und ihr bestimmt auch. Also nicht vergessen, Daumen drücken, egal ob im Stadion oder zu Hause oder wo auch immer. Macht es wie unser neuer 24-Hour-Pro. Tschüss und schönes Werder-Wochenende. It's 2 important games left of the season. I will be sharing for you and good luck with the last 2 games. I hope we can make it to Europe and play there next season.
Come on, boys.